Ja, wie kann man sich denn nun gegen diesen ganzen Mainstream auf YouTube wehren? Generell muss man erstmal wissen, dass YouTube euch die Videos vorschlägt aufgrund eurer History, eurer Geschichte. Das heißt, oftmals seid ihr selber die Schuldigen, wenn es darum geht, dass euch YouTube nur Mist vorschlägt und die Kanäle, die ihr abonniert habt, gar nicht mehr präsentiert. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Ich möchte euch etwas tiefer in die Materie einführen, was YouTube und den YouTube-Algorithmus angeht und warum ihr als Zuschauer bestimmte Videos seht. Weil ich selber als Producer, also als derjenige, der die Videos herstellt, habe natürlich auch ein paar Insights aufgrund der Statistiken und auch verschiedener Gespräche mit YouTube-Mitarbeitern. Und ich denke, ja, der eine oder andere von euch wird vielleicht sein YouTube-Verhalten etwas ändern. Zumindest dann, wenn er Wert auf hochwertige Videos legt, auf Videos, die ihn inspirieren und Videos, die ihn mit einem tatsächlichen Mehrwert versorgen, der über die Unterhaltung hinausgeht. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Wer sich mit seinem Account sehr viel Unterhaltung anschaut, wer sich mit seinem Account sehr viel, sag mal, billigen Schrott im Sinne der bewussten Lebensweise anschaut. Unterhaltung ist per se nicht schlecht. Ich tue mich auch gern unterhalten. Aber was ich mache, wenn ich Unterhaltungsvideos schaue, ich logge mich mit meinem Kanal aus und logge mich mit einem anderen Kanal ein. Ihr habt die Möglichkeit bei YouTube auf derselben Mailadresse verschiedene Accounts zu machen. Ihr könnt auch, ja, weiß nicht, ob das legal ist, oder ob ihr das machen könnt, einfach einen anderen Account oder von einem Freund nehmen einen Account oder von einer Tochter oder von Mann oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, man kann das aber auch ganz legal machen, indem man einfach so einen neuen Account einlegt mit derselben Mailadresse. Auf jeden Fall, oder einfach nur ganz ausloggt. Ich weiß nicht, das dürfte dann wahrscheinlich auch funktionieren. So mache ich das zum Beispiel, wenn ich Unterhaltung schaue. Mittlerweile hat sich das auch reduziert. Aber das ist einmal das Erste. Auf jeden Fall, euer Nutzerverhalten steuert, was ihr angezeigt bekommt. Dann eure Abos. Viele sagen immer: Oh Christian, ich sehe dich gar nicht mehr in den Abos. Früher, ja, gab es die Abonnements und die gibt es natürlich immer noch. Und dann wurden alle Abos angezeigt. Auf dem Computer ist das nach wie vor so. Das heißt, wenn ihr die Menschen abonniert habt, zumindest bis zu einem gewissen, also bis zu einer gewissen Abozahl, werden euch alle Videos angezeigt. Auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem TV ist das teilweise nicht so. Und auch wenn ihr sehr viele Abonnements habt, werdet euch auch nicht mehr alle angezeigt. Und dann wird eben selektiert. Und da ist auch wieder euer Nutzerverhalten dabei. Und das Zweite ist, da gibt es so eine Glocke. Da zeigt ihr, hier habe ich besonders hohe Priorität. Das ist technisch nicht ganz korrekt, was ich euch sage, aber zum Verständnis. Das heißt, wenn ihr Kanäle besonders mögt und die euch immer angezeigt werden sollen. Das heißt ja nicht, dass ihr die Videos dann alle von denen schaut, aber dass sie immer wieder angezeigt werden sollen, dann müsst ihr die Glocke drücken innerhalb des Abonnementzeichens. Nur dann zeigt ihr YouTube, hey, der ist mir wirklich sehr wichtig. Weil die meisten, und das wäre dann der nächste Tipp, die missten ihre Abonnements nicht aus. Einfach mal deabonnieren. Einfach mal deabonnieren und dann schauen, fehlt einem was. Einfach mal die Kanäle deabonnieren, die, wo man sagt, na, ich bin mir nicht sicher oder die habe ich lange nicht geschaut oder ich will einfach mal testen, ob mir der wirklich was bringt, ob ich den brauche in meinem Leben. Und ja, und dann habt ihr weniger Abonnements und dann werden euch natürlich auch die normalen Abonnements, auch wenn ihr nicht die Glocke gedrückt habt, wieder angezeigt. Ja, zum Nutzerverhalten zählt dann auch, dass ihr, wenn ihr Beiträge gut findet, dass ihr die natürlich liked. Wenn ihr natürlich aus bei Unterhaltungsvideos diese Videos dann auch liked, weil euch ihr gerade Spaß gehabt habt und weil euch das Freude gemacht habt, dann ist das natürlich euer gutes Recht und da freuen sich natürlich auch die Hersteller dieser Unterhaltungsvideos, aber dann könnt ihr auf der anderen Seite nicht sagen, hey, irgendwelche tiefergehenden Videos, etwas langweiligere Videos, die wo zum Beispiel nur jemand dasteht und eine Inspiration oder einen inspirativen Gedanken mit euch teilt oder Informationen teilt mit euch, dass diese dann eben nicht mehr angezeigt würden, wenn ihr sehr häufig auf Videos geht und auch diese eben liked, die ganz schnelle Schnitte haben und die ganz fancy und zack, 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 zack sind. Ja, das erkennt YouTube, weil YouTube schaut nämlich nicht nur,
was liked ihr, wie lange schaut ihr das, sondern gibt es zwischen den Videos, die ihr schaut, Parallelen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wie viele Wörter pro Minute. Und die Videos, die natürlich sehr viele Schnitte haben, die haben extrem hohe Wörter pro Minute. Das erreiche ich nicht mal, wenn ich ganz schnell rede. Na, das ist Wahnsinn, was da an Wörter pro Minute rüber geht. Und wenn ihr die liked, habt ihr wieder genau diese Problematik, dass und ihr schaut, dass da YouTube quasi mit einer sehr intelligenten Technik euch das präsentiert, was ihr am meisten schaut. YouTube ist euer Spiegel, was YouTube euch anbietet. Das heißt, wenn ihr sagt, boah, YouTube ist so Mainstream, YouTube kann man überhaupt nichts mehr Sinnvolles sehen, dann liegt es daran, weil ihr nichts Sinnvolles schaut und nicht, weil YouTube euch das anbietet. Es gibt genug Dinge auf YouTube, genug Videos, genug Produzenten, die sehr, sehr hochwertigen im Sinne von informativen, inspirativen Content liefern. Und das sind aber auch sehr, sehr häufig kleine Kanäle. Kleine Kanäle liefern meist, meiner Meinung nach, eine höhere Qualität, wenn es um Informationen und Inspiration geht, weil sie oft authentischer sind als große, weichgespülte Kanäle, die ja, sich dem Marketing auch unterworfen haben, die immer mehr sich ja, angleichen, versuchen schnelle Schnitte zu machen, es gibt ja gewisse Erfolgsfaktoren, wie man seine YouTube-Videos pushen kann. Und das kriegt man ja, mit der Zeit eben mit. Und sich dagegen chronisch zu wehren, das ist durchaus nicht einfach. Und das ist das süße Gift des Erfolges. Und da haben es natürlich die Leute besser, die schon mal erfolgreich waren und die wissen, dass der Erfolg halt eben, ja, auch der monetäre Erfolg, eben auch kein Glück verspricht, sondern halt eher so ein Teufelskreislauf ist. Man will immer erfolgreicher werden. Ja. Aber ihr seid letztlich diejenigen, die das bestimmen, was YouTube euch anzeigt. Und dazu zählt, kommen wir zum nächsten, dass ihr, wenn ihr ein Video sehr gut findet, auf jeden Fall liken, auf jeden Fall kommentieren, auch wenn das nur so ein Ding ist wie, ja, Top-Video. Das reicht schon, um YouTube zu signalisieren, ihr seid in irgendeiner Weise mit diesem Video verbunden. Ihr habt ein Engagement. Da gibt es dann einen True Engagement Faktor. Wie sehr seid ihr wirklich verbunden mit dem Video und liked das nicht nur als Dudeldei? Und das ist nämlich auch genau die auf der Gegenschiene dasselbe, wenn jemand ein Video disliked. Wenn ihr das ganze Video schaut und ihr disliked das Video, ist das eine andere Sache, als wenn ihr das Video gar nicht schaut oder einfach nur disliked. Denn dann interessiert das YouTube eigentlich gar nicht, ob ihr das, weil ihr seid überhaupt nicht engaged und ihr bekommt das dann auch nicht wieder zu sehen. Also es ist nicht immer so, dass Daumen hoch oder Daumen runter im Endeffekt irgendwie eine Relevanz hat. Oft bedeutet das einfach das Gleiche. Und wenn ihr ein Video schaut und es geliked habt und kommentiert und habt einen Facebook-Account oder sonst was und ihr findet das Video wirklich gut, dann postet das einfach auf euren Facebook-Account. Was euch dann noch zugute kommt, dass bei Facebook natürlich ihr auch Content gepostet habt, wo Leute auf euer Profil ja, klicken können und sagen, hey, das gefällt mir, was die postet, was sie an Videos dann postet, diese YouTube-Videos, die sie da gepostet hat, das ist mein Geschmack, da, ja, dann like ich sie einfach mal, dann abonniere ich den Kanal, weil bei Facebook heißt das, glaube ich, anders und ja, dann verfolgt derjenige euch. Und das ist dann auch wieder schön, weil ihr damit auch wieder so einen Kreis zieht an, oder eine Möglichkeit bietet, bewusste Videos anzubieten, obwohl ihr die selber nicht kreiert. Aber ihr habt quasi auf eurem Facebook-Account durch eure Videos, die ihr teilt, einfach so eine Collection geschaffen oder schafft eine tägliche Collection, wo die Leute hingehen können und sagen, ja, das gefällt mir. Sie hat von verschiedenen YouTube-Kanälen und von verschiedenen inspirativen Quellen, es können auch Blog-Einträge sein, Podcasts, macht sie so eine Auswahl. Ne? Das könnt ihr natürlich auch direkt auf YouTube tun, da seid ihr auf Videos begrenzt, aber ihr könnt Playlists machen auf eurem Kanal. Ich habe Abonnenten, die haben 3.000-4.000 selber Abonnenten, die haben selber 3.000-4.000 Abonnenten, habe ich zwei Leute davon, die posten überhaupt keinen eigenen Content, aber die machen einfach Playlists, gute Playlists, wo wirklich homogener, sinnvoller Stuff drin ist, wo man weiß, wenn der ein neues Video in seine Playlist aufgenommen hat, dann sollte ich mir das anschauen. Und das ist halt eben auch so eine Möglichkeit, die ihr dann habt. Und hört bitte auf, YouTube generell zu verunglimpfen. Genauso wie das meiner Meinung nach für die Unternehmen gilt und auch für die Politik.
Letztlich seid ihr, die Menschen, dafür verantwortlich. Nicht YouTube, nicht die Unternehmen, nicht die Politik, die Menschen. Wenn die Menschen allesamt einen kollektiven Bewusstseinssprung machen, auf einmal, da wird sich die Welt von heute auf morgen ändern. Das passiert nicht, weil das immer phasenweise geht. Es gibt irgendwann eine kritische Masse, man spricht dann in der Gesellschaftsforschung von 3%. Wenn 3% überschritten sind, dann kommt es zu einem exponentiellen Wachstum und diese 3% haben sozusagen die ganze Masse infiziert damit. Und deswegen infiziert die Menschen damit. Aber als erstes müsst ihr auf euch selbst achten, auf euer Nutzerverhalten. Ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps geben. Ganz wichtig halt für euch, wenn ihr die Videos eurer Abonnenten sehen wollt, dass ihr immer die Glocke setzt und Abonnements ausmisten, das ist auch wichtig, ja, und euer Nutzerverhalten halt bewusst steuern. Und wenn ihr nicht anders könnt und oder wenn ihr das gut findet, Unterhaltung, wie gesagt, das ist ja nicht per se schlecht, dann macht das mit einem anderen Account, mit eurem Unterhaltungsaccount oder loggt euch aus und ja, zeigt so einfach YouTube, wenn ihr euch eingeloggt habt mit eurem normalen Account, dass ihr hochwertigen Content sehen wollt. Content, der informativ ist, Content, der nicht irgendwie weichgespült ist oder YouTube perfekt angepasst ist. Und dann könnt ihr YouTube tatsächlich auch sinnvoll nutzen. Und dann gibt es kein sinnloses Mainstream. Höchstens, es gibt keine YouTuber mehr, die sinnvollen Content machen. Aber so weit wird es, glaube ich, nicht kommen. Wir sind auf einem guten Weg. Ich wünsche euch alles Liebe. Ich hoffe, die Tipps haben euch vielleicht etwas geholfen. Und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.